Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schachglatzen. TBG und Christoph Selecki reden über Themen aus der Schachwelt. Heute, wie wird man Großmeister? Der Titel, darüber reden wir. Und direkt zu Beginn möchte ich wieder alle Zuschauer, alle Zuhörer auffordern, schickt uns gerne Themen per Kommentar, gerne unter dem aktuellen YouTube-Video immer. Wir lesen das durch und schauen, was passt und was können wir für die Zukunft nutzen. Genau, wir stellen so eine kleine Liste zusammen und picken dann immer was raus, ne, was uns gerade besonders interessiert. Oder manchmal gibt es auch aktuelle Anlässe, warum wir sagen, ja, jetzt machen wir mal das Thema. Ne? Also gerne was vorschlagen. Beim Thema heute übrigens ist gemeint, wie funktioniert das eigentlich formal, Großmeister Ja. zu werden? Hier geht es nicht darum, so, wir stellen jetzt unser Mega-Trainingsprogramm vor, wir werden jetzt alle Großmeister, das ist nicht gemeint, sondern da geht es darum, was muss man denn eigentlich schaffen? Ne? Welche Voraussetzungen muss man erfüllen, um den Großmeistertitel zu bekommen? Wie das rein formal abläuft, ist bei anderen Titeln als Großmeister, wir haben ja noch eine ganze Reihe anderer, auch nicht viel anders. Also wir können das, glaube ich, mal so allgemein beschreiben, dass es im Wesentlichen so funktioniert, dass man bestimmte Rating-Grenze, Elo-Grenze überschreiten muss. Das ist die eine Voraussetzung. Und die zweite ist der Erwerb von diesen sogenannten Titelnormen, in dem Fall Großmeisternormen. Typischerweise auch drei. Ja, also dreimal so eine Norm zu schaffen über 9 Partien und dort jeweils die ganzen Voraussetzungen zu erfüllen. Die sind aber recht kompliziert. Also du hast schon mir eben im Vorhinein gesagt, du hast dir das nochmal angeguckt, ja, oder weißt du, hättest du die alle auswendig gewusst? Ja, die Sozusagen. Basisangaben, denke ich mal, die kennt man. Ne? Man muss erstmal, um Großmeister zu werden, wir gehen natürlich die Titel so ein bisschen durch, die es gibt, nicht nur Großmeister. Als Großmeister muss man eine Elo-Zahl von 2500 irgendwann gehabt haben. Man muss nicht zu dem Zeitpunkt, wo man die Norm erzielt hat oder wo man den Titel beantragt. Es reicht, irgendwann eine Elo-Zahl von 2500 gehabt zu haben. Auch wenn die danach runtergeht auf keine Ahnung welche Zahl, theoretisch kann es ja runtergehen auf 2-2, 2-1, es ist egal, der Titel wird nicht aberkannt. Der Titel wird auf Lebenszeit verliehen. Also 2500, das ist die erste Voraussetzung, muss man irgendwann gehabt haben, Elo. Dann drei Normen. Die Norm muss eine Leistung entsprechen von 2600 Punkten bei dem Turnier. Das ist die Norm. Und dann gibt es noch verschiedene andere Voraussetzungen. Anzahl der Föderationen bei einem Turnier muss stimmen, passend sein. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele das mal sein muss. Anzahl Ich der glaube, du. Titelträger, es müssen immer drei GMs dabei sein, mindestens, glaube ich, bei dem Turnier, wo man die Norm erzielt. Ja, Also du musst können Sie mehr als das da. drei Großmeister unter den Gegnern haben. Ja, du musst mehr als die Hälfte müssen den Titel haben. Das ist auch noch manchmal ein bisschen schwierig. Also da kann man Pech haben. Ich hatte zum Beispiel mal so einen Fall. Ich hatte mal einen sehr guten Start bei der offenen internationalen Bayerischen damals Bad Wiessee. Aber ich hatte in vier Runden. Nee, aus 5 Runden hatte ich 4 Nicht-Titelträger. War Pech. Da waren welche dabei mit 2,280 Elo, die aber jetzt nicht viele Meister waren oder sonst irgendwas. Und dann war das ein Problem. Also es gibt so einige Spitzfindigkeiten. Dann mindestens drei Föderationen, glaube ich. Ja, drei, ne? Es Genau. scheint sogar Drei mehr. Ich glaube, Föderationen. es sind mehr Ja, ja, sogar. es könnten 4 sein, noch vielleicht. Aber ich meine mindestens drei, außer der eigenen. Ja, also, oder außer der ausrichtenden Föderation. Das kann auch nochmal so ein Ding sein, wenn du jetzt ein Turnier in Spanien spielst, also dann zählt es ein bisschen anders, da zählst du selber auch. Also darum geht es, deswegen heißt es ja auch internationaler Großmeister. Ne? Wenn man jetzt ganz korrekt ist, heißt es ja gar nicht nur Großmeister, sondern internationaler Großmeister. Und eben wegen der Föderation. Ne? Du kannst also nicht einfach nur, ne, lädst du jetzt 8 Kumpels ein oder 9, ne, und spielst mit 9 aus deiner Nachbarschaft jetzt ein Großmeisterturnier aus. Das geht nicht. Du musst also die internationalen, ja, das Voraussetzung auch erfüllen. Und diese generellen Voraussetzungen gelten für die anderen Titel auch. Also für internationaler Meister oder Frauengroßmeisterin, WIM oder die anderen Titel. Es funktioniert genauso, nur halt mit der niedrigeren Grenze. Ne? Also für die Performance, für die Norm oder auch für diese Ratinggrenze, die man überschreiten muss. Also das ist eigentlich immer das generelle Verfahren. Und vielleicht ist den Leuten nicht so ganz klar, wie so eine Norm, wie das überhaupt aussieht. Also man kriegt hinterher praktisch nach dem Turnier wirklich vom Schiedsrichter des Turniers oder vom Turnierorganisator wirklich einen Zettel ausgehändigt, wirklich ein Stück Papier, wo drauf steht, hier, du hast so eine Norm erzielt und das reicht man dann später ein. Ja, ist noch ganz altbacken sozusagen.
ein Stück Papier. Das habe ich auch noch irgendwo, glaube ich, von meinen EM-Normen. Ja, auch die Urkunde müsstest du auch noch haben, oder? Von der FIDE? Ja, die habe ich auch noch, genau, klar. Boah, das ist so lange her, ey, das ist 25 Jahre locker her, ich kann mich kaum noch erinnern. Es gibt so, da gab es es gibt so eine Nadel auch, ne? So ein Anstecknadel. Ja, ne? Ja, ja, das habe ich vielleicht auch noch irgendwo. Also die EM-Urkunde, die war noch von bei mir Kirsan Ilyumshimov, der Wahnsinnige, ja. Ja, aber gut, ich habe es ja später gekriegt, viel später als du, ne? Ich habe ja 2012 erst den Titel gekriegt, du warst ja schon vier Jahre. Ja. Ich habe da lange dran rumgewurstelt an meiner. Ich habe vor der Euro-Umstellung das noch gekriegt, ja. Ja. Nee, ich habe da ewig gebraucht. Und da gibt es auch eine kleine Sache, die ist schon logisch, aber war ärgerlich für mich mal. Ich hatte mal den Fall, ich brauchte noch die letzte EM-Norm. Ich hatte zwei, brauchte noch eine dritte. Und ich hatte in der niederländischen Liga, in der Meesterklasse, eine sehr gute Saison. Ich hatte 8 Partien, die waren prima. Ich musste jetzt nur die 9. Partie, also man muss ja 9 Partien haben für die Norm, die musste ich nur noch spielen und verlieren. Also es war egal gegen wen. Und ich bin dann leider so krank geworden, dass ich da nicht antreten konnte. Und dann bekommst du leider auch keine Norm. Ich glaube, diese traurige Geschichte hast du schon mal erzählt hier. Ja, das ist irgendwie ein bisschen, ja, dann habe ich noch drei Jahre später habe ich es dann geschafft, aber das ist dann irgendwie sehr nervig. Ah, war bei deinem Können doch nur eine Frage der Zeit. Ist trotzdem nervig. Nein, aber worum es jetzt geht, ist, bei mir jetzt war es jetzt, ich war jetzt krank, okay, insofern irgendwo ein Stück weit Pech, aber auch meine Schuld. Aber es gibt ja auch das Problem bei Turnieren, dass zum Beispiel die 8 Runden für einen Spieler super laufen und dann in der 9. Runde erscheint der Gegner nicht. Das ist auch schon alles passiert. Klar. Und natürlich massiv unsportlich. Und dann gibt es auch keine Norm. Selbst wenn eine Niederlage gereicht hätte. Ja. Ja, gut, das sind aber extreme Fälle, ne? Also ist, stimmt, das kommt selten vor. Ne? Aber ja, man muss diese 9 Partien halt auch haben, das ist wichtig. Minimum 9, ne? Minimum, genau. Insgesamt, das ist nämlich auch eine Voraussetzung, müssen das 27 Partien sein zur Erlangung des Titels. Also 3-mal Minimum 9, logischerweise. Wenn man mehr spielt, zählt das nicht mehr, ist einfach mehr. Ist Überschuss. Sollen wir noch auf die Sonderfälle eingehen? Es gibt nämlich noch ein paar. Was meinst du mit Sonderfällen? Ach so, wie man Titel erreichen kann, wenn man nicht über diese Norm. Ja, da gibt es Sonderfälle, genau. Ja. Turniere, wenn man die gewinnt, dann wird man auch automatisch Großmeister oder internationaler Meister etc. Beim Großmeister ist das natürlich jetzt der bekannte Gag auch die letzten 3 Jahre. TBG gewinnt die Seniorenweltmeisterschaft und wird automatisch Großmeister, genau, weil auf den normalen Wege wird er das nicht mehr. Genau, bei der WM, ne? Senioren-WM, wenn man die gewinnt. Junioren-Weltmeister ist auch automatisch Großmeister, das weiß ich noch. Und welche anderen Fälle gibt es noch? Es gibt Kontinentalmeisterschaften. Ja, es gibt Kontinentalmeisterschaften noch. Man kann dann noch, manche dieser Fälle sind fast theoretisch, weil kaum ein Nicht-Großmeister so das schaffen kann. Naja. Es gibt noch den Fall, ich glaube, im World Cup, Top 16. 8 oder Top 16 oder so würden das kriegen, aber das schafft auch kein Nicht-Großmeister nach menschlichem Ermessen. Die Spielerin, die Frauen-WM gewinnt, wird auch Großmeister. Ist auch nicht relevant, weil die sind viel zu gut. Also die haben das eh schon geschafft. Ja. Also heute nicht mehr relevant, aber hat es schon gegeben. Ne? Also Anna Oshinina, die wurde Frauen-Weltmeisterin vor einigen Jahren, vor 10 Jahren ungefähr. Gutes Beispiel, ja. 2012 oder sowas. Und die hat so den Großmeistertitel erreicht. Auch natürlich verdient. Wenn man so ein Turnier dann gewinnt, ne, ist das schon super stark. Also solche Sachen gibt es auch. Es gibt dort, also das ist teilweise auch noch an Rating gekoppelt. Ne? Das ist ein bisschen kompliziert. Also es gibt so Sachen wie Kontinentalmeisterschaften. Ich glaube, da kriegt man nur den Titel, wenn man noch eine gewisse, wenn man die gewinnt und dann noch eine gewisse Mindestzahl hat. Also so ein bisschen ist kompliziert. Ja, vielleicht sollten wir sagen, welche andere Titel es natürlich noch gibt, ne? Über die Titel sprechen, das gilt wie gesagt. Also erstmal finde ich sehr interessant, wie viele Großmeister es aktuell gibt auf der Welt. Das ist Stand Oktober 2023, das sind 1772 Großmeister. Davon sind nur 1800, knapp über 1800 Großmeister. Und davon sind nur 40 Frauen, 41 genau. Davon die erste deutsche Spielerin, Elisabeth Peetz. Also natürlich sehr, sehr wenig. Gut, wir wollen natürlich nicht das Gender-Thema jetzt hier beackern, aber nur so als Info. Dann gibt es knapp über 4000 internationale Meister. 2 davon sind wir.
134 Frauen davon. Fide Meister 8800 und Candidate Master 2380 fast. Wusstest du seit, also Candidate Master ist ja auch ein Titel, der wurde irgendwann eingeführt, den gab es in meiner Jugend gar nicht. Ja. Und weißt du, in welchem Jahr? Das gibt so seit ungefähr 10 bis 15 Jahren irgendwie sowas um den Dreh rum, ne? Kann das ja, sein? 2002 wurde der eingeführt. Ah, schon 20 Jahre, okay. Da habe ich jetzt die Bedingungen noch nicht gelesen. Ich gehe mal davon aus, wenn man eine Elo-Zahl von 2000 hat wahrscheinlich, oder? 2200 musst du haben. Ah, 2002. 2002, wie ist denn eigentlich automatisch? Bei jedem Titel ist es so, dass man den auch beantragen muss. Ne? Man kriegt den nicht automatisch verliehen. Das ist auch ein bisschen seltsam, oder? Du musst, dein Verband muss den Titel beantragen bei der FIDE. Ja, der muss beantragt werden und der muss ja auch bezahlt werden. Ja, also du hast ja immer noch eine Gebühr zu bezahlen. Ich weiß gar nicht, was ich für eine EM damals bezahlt habe. 300-400 Euro, irgendwie sowas um den Dreh. Also das muss man auch noch immer noch sehen. Ne? Diese Gebühr ist zu bezahlen, bezahlt auch nicht der Verband, sondern der Spieler. Ja, ist das so? Ja, ich glaube schon. Glaubst du, dass die Großmeister ihren Titel selbst bezahlen aktuell? Okay, ja, ich weiß nicht, wie das ist. Das weiß ich auch nicht. Aber generell finde ich das sowieso problematisch, wenn man selbst hinterher sein muss, dass der Verband das auch einreicht bei der FIDE, dass das nicht automatisiert wird. Ich meine, die Turniere sind gespielt, die Papiere liegen vor, die Ergebnisse sind da und da musst du dich noch darum kümmern, dass diese doofen Ergebnisse noch bei der FIDE irgendwie ausgewertet werden für den Titel. Das ist total absurd. Ja, aber ich denke, es liegt wirklich auch an der Gebühr, ja. Weil wenn du jetzt als Spieler sagst, ja, aus irgendeinem Grund, ich will die Gebühr nicht bezahlen, gut, ist ein bisschen blöd, ne? Weil eigentlich will man die Titel ja haben, ne? Aber ich hab auch schon mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, nö, die Gebühr bezahle ich nicht, bin zu doof. Für welchen Titel denn? EM. Echt jetzt? Ja, den habe ich dann am Ende überzeugt. Ja, hör mal, das kannst du nicht machen. Weil es ist ja auch total blöd, wenn man die Qualifikation eigentlich hat und den dann nicht beantragt. Das ist ja für die anderen, für die Gegner blöd, weil man dann ja selber nicht als EM auftritt und anderen fehlt für den Normerwerb. Ne? Also es ist schon theoretisch. Ja, gut, wie auch immer. Ne? Also der hatte 6 Normen, ne? Und hat trotzdem nicht eingereicht. Ne? Also wer denn? Immer, sag ich nicht. Sag doch, sag den ersten Buchstaben des Vornamens. T. Scheiße. Sag ich dir hinter. Wer könnte das denn sein? Weiß ich doch nicht. Ist ja auch nicht so wichtig. Aber also man muss selbst tätig werden, ne? und diesen Prozess einleiten. Man muss natürlich auch darauf achten, dass diese Normen, diese Zertifikate an dich verloren gehen und sowas. Ne? Also das muss natürlich irgendwie formal irgendwie korrekt sein. Ja, da gibt natürlich die Fälle wie bei Elisabeth dann, wo dann die Norm dann nicht zählen im Nachhinein. Ne? Das ist ja auch so eine Geschichte. Bei Sebastian Siebrecht weiß ich auch noch, da gab es auch riesen Ärger damals, dass angeblich irgendwas nicht zählen sollte dann bei der Verleihung. Ne? Das ist natürlich immer blöd, ne? Wenn dann irgendwie Jahre später eine angebliche Norm dann nicht stimmen soll. Das auch, ja, du merkst schon, es ist nicht so super transparent, es ist nicht so super nachvollziehbar für alle. Und warum wir den Podcast heute machen, ist natürlich auch, weil es immer wieder die Fragen gibt auch in den Kommentaren, so wie wird man denn Großmeister, wie kriegt man den Titel? Und dann wundern sich Leute so, wie ich dachte, aber der muss 2500 Elo haben, ne? Wieso der hat nur 2,4 und ist Großmeister, wie geht denn das? Wie ich am Anfang erwähnte, ne, der Titel wird halt auf Lebenszeit verliehen, außer man betrügt dann irgendwann oder kann man den Titel aberkannt bekommen, aber unter normalen Umständen bleibt er halt auf Lebenszeit erhalten. Völlig egal, völlig unabhängig von der Elo-Zahl, wie die sich dann weiterentwickelt. Genau, also man muss diese Zahl einmal gehabt haben und die muss auch tatsächlich noch nicht mal veröffentlicht sein. Ne? Das ist noch so eine kleine Spitzfindigkeit. Es reicht auch. Nehmen wir mal an, wir sind in der Juni-Liste 2023, hat 2498 in der Liste und da muss man nur einmal dazwischen drüber sein und kann auch wieder drunter fallen. Ne? Also einmal drüber sein reicht halt, kommt selten vor, ne? Aber hat es auch schon gegeben. So selten kommt das gar nicht vor. Ich weiß noch, bei Sebastian, weil es mal ein guter Freund ist, das war so damals sogar. Ich glaube, der hat es auch nie drinstehen gehabt. Ne? Aber der hat ja auch dann am Ende für Norm, hat er dann 5 oder 6 hat er geschafft. Ja, Normen waren genug, aber die Elo-Zahl war immer so an der Kante. Ne? Genau. Das ist oft auch ein bisschen tragisch, ja, wenn Leute das eigentlich locker drin haben und dann fehlt so ein kleines bisschen. Ne? Es gibt ja so einen bekannten Fall, zum Beispiel Kamran Shirazi, den kennst du wahrscheinlich auch, den Fall. Den Namen kenne ich ja. Ja, der ist ja so ein bekannter
Also ein bisschen verrückter Spieler, ne? Spielt so einen extrem taktisch scharfen Stil. Zocker, ne? Der hat 3 Großmeisternormen und hatte als höchste Elo-Zahl 2498. Und jetzt schafft das nicht mehr, ne? Der ist jetzt irgendwie 70 oder so. Oder Ende 60 und hat 2-3 irgendwas. Also der kommt da nicht mehr hin, ja. Aber war natürlich ganz nah dran. Ich kenne auch einen Spieler, der hat, glaube ich, 7 EM-Normen und der schafft die Elo auch nicht. Also Thomas. Genau. Ja, Thomas Michalczak, guter Freund, ne? Ja. Der hat auch schon. Er schafft es auch nicht. Der ist bei 2-2 irgendwas, klebt er fest, aber hat natürlich schon so viele Normen. Das wird natürlich jetzt schwierig. Es ist sehr schwierig, wenn man dann einmal so bei einer Komponente irgendwie, also so 150 Elo machen, ist total schwer. Bekanntes Beispiel ist auch Jonathan Karlstedt, ne? Ein guter Freund. Der hat jetzt 2,450 oder so. Der hat genug Normen schon, GM-Normen, der hat auch super viel gespielt, aber jetzt die 2,5 muss er schaffen halt irgendwann, ne? Die Elo-Zahl, und das ist natürlich auch nicht einfach, mal eben so 50 Punkte auf dem Niveau dazu zu gewinnen. Ich hoffe, er schafft es natürlich noch in den nächsten Jahren, aber ist natürlich auch, das hängt einmal von so vielen Faktoren ab, halt, ne? Das ist immer nicht mal so eben gemacht, ne? Ich habe auch manchmal den Eindruck, es ist, also diese beiden Komponenten, Rating und die Normen, okay, manchmal passiert das zusammen, dass Leute halt einfach die Stärke haben, ne? Dann passiert das zusammen. Du spielst die Turniere, machst die Norm, gewinnst dann auch gleichzeitig die Elo-Punkte dazu, ne? Weil du hast ja super Ergebnisse. Aber manchmal ist das ja auch so ein bisschen voneinander abgekoppelt, ne? Gerade bei Spielern, die vielleicht so ein bisschen Hop oder Top spielen, die schaffen dann mal so ein super Ergebnis und machen eine Norm, aber die schaffen nicht konstant, ne, ihr Rating-Level so hoch zu halten, ne? Da kommen zwischendurch halt auch mal schlechte Turniere. Und dann fällt es wieder runter und das ist manchmal schwer, ne? Ja. Dann da nochmal dran zu kommen. Und es ist halt auch nicht so einfach, ne? Auf dem Niveau. Wir wissen das ja selber. Wir hängen ja auch so bei 2,4 irgendwas und denken uns so, so weit weg ist 2,5 nicht. Aber ne, würdest du jetzt eine Wette nehmen, du würdest das auf jeden Fall schaffen, wenn du jetzt alles da reinhaust. Ja, vielleicht wird man es schaffen, aber es ist verdammt schwer, ja. Es ist verdammt schwer. Ja, natürlich. Also erstmal, bei uns ist der Zug sowieso mehr oder weniger abgefahren, weil wir auch ein Alter erreicht haben, wo man natürlich nicht mehr so hinterher ist und beruflich natürlich bei uns ganz andere Prioritäten herrschen. Wird nicht so laufen wie bei Ambi Banyu Mishra, ne, dem jüngsten Großmeister der Welt. Ich habe nochmal nach, das ist im Moment der Rekordhalter bei den Großmeistern mit 12 Jahren, 4 Monaten und 25 Tagen, der jüngste Großmeister ever. Und der war auch der jüngste internationale Meister vorher. Und wahrscheinlich ist das, man merkt schon an diesen Zahlen, an dem, wie es gerade läuft bei ihm, der spielt ja auch gerade Grand Swiss auf Isle of Man, da werden noch einige Rekorde brechen, ne? Und auch in Zukunft brechen, weil der Schach wird immer jünger in der Spitze. Kommen immer mehr starke, junge Spieler nach. Und das ist natürlich auch so ein bisschen ein anderes Thema jetzt, aber wird immer jünger. Aber trotzdem muss man ja sagen, ist Großmeister schon ein sehr spezieller Titel, ne? Schon was Besonderes im Schach. Bedenkt man alleine die Anzahl von 1800 Großmeistern auf der ganzen Welt, das ist jetzt nicht so viel, oder? Ja, das ist nicht so viel. Und es ist auch ein Titel, der außerhalb der Schachblase irgendwie bekannt ist, ja? Also, wenn man mal mit Leuten spricht, die jetzt so vom Schach nicht viel wissen, ne? Aber den Titel Großmeister haben die schon mal gehört, ja? Also, ich war vor kurzem, vor 2 Wochen habe ich mich mit früheren Kollegen getroffen, als ich noch in der Bank gearbeitet habe, über 10 Jahren. Da waren auch ein paar dabei, die auch in der Bank gearbeitet haben, aber mich jetzt persönlich nicht kannten. Ne? Und die haben dann gefragt, was machst du denn jetzt mittlerweile beruflich? Und dann habe ich erzählt, ja, ich mache ja so Schachkurse und schreibe Bücher und so. Ach, und du bist auch ein guter Schachspieler, bist du Großmeister? Also, nee, bin ich nicht. Also so eins kleiner, ja. Aber Großmeister war den Begriff. Ne? Und ja, absolut. Das ist auch so eine Schwelle irgendwo dann. Ne? Das habe ich jetzt noch gar nicht gesehen, aber jetzt zum Beispiel Elisabeth Petze hat jetzt auch, glaube ich, einen Werbevertrag, ne, für irgendeine Bank oder Investmentfirma. Also meine Mutter habe ich letztens darauf angesprochen, dass sie die gesehen hat in irgendeinem Werbespot. Ne? Ja, und hallo, hast du das nicht mitbekommen? Das ist ja schon seit der Rapid-WM, wann war die? Im August. Rapid-WM? Ja, erzähl mal weiter, ich muss leider zur Tür was abholen, ein Paket kommt. Okay. Rapid-WM, erzähl mal. Ja, also ne, auf jeden Fall gab es einen Werbeclip. Also da ich kein Fernsehen gucke, habe ich das nicht gesehen, aber meine Mutter hat im Fernsehen dann Elisabeth Petz beobachtet, wie sie dann für eine Bank oder für irgendein Produkt in der Richtung Werbung gemacht hat. Und da ist sicherlich der GM-Titel, den sie dann seit ungefähr einem Jahr, glaube ich, hatte, so ein bisschen die Eintrittskarte gewesen, dafür ne, so einen Vertrag auch mal zu bekommen. Ne? Also da ist schon klasse, wenn man da sagt, hier, Großmeister, ne?
Ja, nee, aber ich habe es nicht. War ein großer Werbespot, ne? Nach der WM, wo der Publikum. Ich habe es nicht gesehen, weil ich hab keinen Fernseher. Also wirklich. Nee, ich habe es auch nicht im Fernsehen gesehen. Elisabeth hat mir den gezeigt. Außerdem gab es den auch auf verschiedenen Schachseiten zu sehen. Und ja, Werbevertrag für ein Jahr, genau, für ein Jahr. Und man merkt ja auch bei Elisabeth dieses GM-Thema, ne? Natürlich als Frau sowieso nochmal Sonderstellung, dass sie im Prinzip rumgereicht wurde, auch in den Medien, und sehr viel Präsenz hatte in den Medien. Also es hat sie schon sehr viel gebracht. Mal davon abgesehen, dass sie die beste deutsche Spielerin ist, war der GM-Titel natürlich auch nochmal immer so ein großer Aufhänger für die Medien, über sie zu berichten. Und also sie kann sich definitiv nicht über Publicity beschweren in den letzten 12 Monaten, würde ich sagen, so, in den letzten 1-2 Jahren vielleicht. Sehr, sehr viel Publicity bekommen. Also definitiv, also mehr als Vincent Keimer, würde ich fast schon sagen. Und Vincent hat auch ist auch rumgereicht worden in der Szene, ne? In den Medien, ganz klar. Und das wird auch noch mehr, ne? Wenn er besser wird und besser spielt, gar keine Frage. Vielleicht noch zu den anderen Titeln, weil wir über Frauen sprechen. Bei Frauen ist es natürlich ein bisschen anders, ne? Mit den Titeln. Es gibt ja extra Titel für Frauen. Natürlich können die Frauen auch die Open-Titel erlangen. Aber dadurch, dass halt so viel weniger Frauen spielen, werden natürlich auch Frauentitel vergeben. Und Frauengroßmeisterin wird man, also auswendig weiß ich das gar nicht. 2300 Elo muss man haben, das weiß ich. Ansonsten? Ich glaube, die Norm, da hätte man jetzt nochmal nachgucken können. Also alles so ungefähr 150 Punkte drunter, habe ich immer so im Kopf mir abgespeichert. Ja, die Norm muss 2400 sein. Das ist WGM-Norm. Das ist die Damen-Großmeisterin-Norm. Und so weiter. Ne? Insgesamt gibt es gar nicht so viele Frauentitel weltweit. Knapp 4000. Das ist echt nicht viel, ne? Es gibt ja auch schon mal den Fall, dass die die Frauentitel nicht beantragen, sondern dann lieber zum Beispiel viele Meister nehmen oder so, ne? Statt WIM. Ne? Die Wahl ist ja da. Man kriegt ja keinen der Titel ganz automatisch. Ne? Ich denke, was geht, glaube ich, das habe ich mal gehört. Wer war das denn, Mensch? Ja, das wäre jetzt gut, wenn ich das mal wüsste. Irgendjemand hat den CM-Titel gekriegt, den Candidate Master, hat dafür aber nicht selber bezahlt, aber jemand anders hat für den bezahlt, um den zu ärgern, weil der immer gesagt hat, die CM will ich nicht haben. Das geht. Ich weiß nicht, irgendwer hat mir das erzählt. Ich habe mal vergessen, wer. Ja. Das also, kann er nicht gehen. Find ich obskur, ja. Aber, ja, ja. Aber gut, deshalb hab ich über meinem auf jeden Fall mal gehört. Wir haben natürlich auch die Entwicklung jetzt durch die Online-Seiten, dass immer mehr neue Titel in die Szene geschwemmt werden. Arena Grandmaster und solche Sachen halt. Ne? Auf der offiziellen FIDE-Seite. Ne? Natürlich kann man kritisch sagen, okay, die wollen natürlich Geld verdienen damit. Ne? Deswegen werden diese neuen Titel auch eingeführt. Auf anderen Seiten gibt es das nicht unbedingt. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du auf chess.com oder Leeches, wenn du da irgendwie eine bestimmte Schwelle erreichst, dann irgendwie einen Titel bekommst. Ich muss aber gestehen, ich kenne das natürlich aus anderen Seiten oder Spielen etc., dieses Hochleveln ist ja immer sehr motivierend eigentlich. Und mich wundert es, dass da noch so wenig gemacht wird. Also die Frage, sollte es nicht eigentlich mehr Titel geben noch? Also Titel weiter. Also wenn du eine Schwelle erreichst, dass du dann einen kleinen Titel bekommst, ist das nicht motivierend eigentlich für die Spieler? Ich meine, du bist ja, wir haben Millionen von Schachspielern, aber so wenig Titelträger letztendlich. Es gibt ja teilweise nationale Verbände haben ja sowas, ne, dass die so wie so Klassen haben, Klasse A, B, C, solche Geschichten. Das ist ja so ähnlich. Es gibt ja auch, das hat Deutschland nicht, diesen nationalen Meistertitel. Gar nicht. Das ist was viele Landesverbände haben. USA. Also, USA ist sehr bekannt. Man kann zum Beispiel mit dem National Master in den USA kann man beim Title Tuesday mitspielen. Also das zählt da zum Beispiel. Ist auch sinnvoll, da chess.com eine amerikanische Plattform ist. Klar. Da ist übrigens die Grundvoraussetzung 2200 amerikanisches nationales Rating. Ist für viele da auch ein Ziel. Ich hatte mal einen Schachschüler, der wollte das unbedingt schaffen. Der hatte so 2,180 und wir brauchen diese 20 Punkte, hat aber irgendwie nicht hingekriegt. Ja, ist natürlich auch dann, ist ein Ziel. Natürlich ist das ein Ziel. Ich meine, man will sich auch Ziele setzen. Ne? Und wenn die Ziele nur die Elo-Schwelle ist, ist halt nur nett, okay. Aber es ist nicht viel schöner, so einen Titel zu vergeben. Das kennt man ja aus vielen anderen Bereichen, dass dieses Gamification natürlich dazu führt, dass die Leute motiviert werden, intrinsisch motiviert werden, natürlich daran zu arbeiten und zu spielen. Und mich wundert es, dass im Schach so wenig darüber
geredet wird und gemacht wird. Also aus meiner Sicht müsste man viel mehr Titel einführen. Nicht unbedingt, um jetzt von der FIDE aus mehr Geld zu verdienen, sollte auch nicht unbedingt dieser Punkt sein, sondern einfach, um die Leute zu motivieren, immer also diese Schwellen zu erreichen, was man auch von anderen Spielen halt kennt halt. Ne? Also bin ich ein bisschen überrascht. Es gibt sehr, sehr wenig Titel im Schach. Ne? Sehr elitär eigentlich, so ja, muss man sagen. Es fängt spät an, ja, ja. Boah, hallo, du musst ja super stark sein, um erstmal überhaupt einen Titel zu haben. Also allein schon CM 2-2, ne, hast du gesagt. Das ist ja weit mehr als 99% Schachspieler. Ne? Also, das ist ja schon super schwierig. Und geschweige denn Großmeister mit so wenig Titel Großmeistern auf der Welt. Wobei manchmal ja auch die Diskussion aufkommt, gibt es nicht eine Großmeisterschwemme sozusagen, weil das war ja mal früher ein viel kleinerer Kreis. Und da sagt man dann oder hört man häufiger mal die Idee, noch einen Titel über dem Großmeister einzuführen, Super Großmeister, irgendwas. Bin ich jetzt kein Fan von, aber wird häufiger mal gesagt, zum Beispiel, dass man dann sagt, man muss über 2700 erreichen, solche Geschichten. Ne? Ob das irgendwie, finde ich persönlich nicht so sinnvoll, weil da für die Leute ist das Rating interessant. Ne? Halten die sich jetzt über 2,7 zum Beispiel konstant, weil so auch die Einladungen oft dann definiert werden, ne? um diese Durchschnittsratings zu erreichen für die Superturniere. Ist aber manchmal auch eine Diskussion, die aufkommt. Ja, eher nach unten, ja, eher nach unten. Was hältst du davon? Mehr Titel, nach unten. Nein, nach oben, nach oben. Nach oben. Ja, man kann sich das überlegen. Es gibt ja gut dieses Candidate Master oder Meisterkandidat. Darunter kann man sich ja auch noch einiges vorstellen, wie zum Beispiel diese Klassen. Ne? Müsste man kreativ sein, wie man sowas nennt. Ne? Also Deutschland könnte ja auch einen nationalen Meistertitel zum Beispiel einführen. Ich weiß nicht, das habe ich noch nie diskutiert gehört. Wäre durchaus interessant. Ja, ich finde es sehr seltsam, muss ich gestehen. Es ist ja bekannt aus vielen anderen Bereichen, dass natürlich diese Levels dazu führen, dass du intrinsisch motiviert wirst. Das war gar keine Frage. Und dich das natürlich bei Laune hält, auch ne, weiter hochzusteigen, gibt es nicht so. Ne? Die Elo an sich ist halt so das Rating, ist die Motivation für dich selbst. Vielleicht können wir auch noch mal drüber sprechen, was die Titelnormen betrifft. Die können ja bei ganz unterschiedlichen Turnieren auch erworben werden. Das ist noch vielleicht ein interessanter Punkt. Ja, das zum Abschluss vielleicht noch, genau. Ja, also ne, wir können unterscheiden zwischen offenen Turnieren, also typischerweise Schweizer Systemturnieren. Sowas wie jetzt gerade gut Grand Swiss ist jetzt, was gerade läuft, da die sind ja fast alle Großmeister. Aber bei größeren Open-Turnieren ist ein Normerwerb natürlich möglich. Außerdem bei manchen Ligen auch möglich, zum Beispiel Bundesliga, fallen sehr häufig Normen, also sehr häufig, aber häufiger weil die Gegner sind da sehr stark. Da kann man auch als, wenn man bei einem kleineren Verein spielt, wenn man da ganz viele Top-Gegner hat, kriegt man auch die Titelvoraussetzungen zusammen. Und natürlich bei geschlossenen Turnieren, da ist das auch möglich. Also bei Einladungsturnieren oder bei Turnieren, wo im Vorhinein da so 10 Leute zum Beispiel zusammengestellt werden und wo dann eine Norm erworben werden kann. Diese Möglichkeiten gibt es im Wesentlichen. Theoretisch gibt es noch Teamwettbewerbe und so. Ist nicht ganz unplausibel. Also ich habe zum Beispiel meine letzte Norm ja beim European Club Cup gemacht, also bei der Europameisterschaft für Clubmannschaften. Das ist auch mal gut möglich dort, weil da auch sehr viele gute Gegner sind. Selbst wenn man da mit einem relativ schlappen Team hinfährt, kriegt man einfach vorne so viele gute Gegner, dass man das irgendwie zusammenkriegt. Ne? In dem Zusammenhang ist auch immer mal wieder ein Thema, diese geschlossenen Turniere, diese runden Turniere, die so manchmal als Normfabrik ne, bezeichnet werden. Das muss man manchmal etwas kritisch sehen, weil diese Turniere häufig so zusammengestellt sind, dass die Titelträger, die da mitmachen müssen, müssen ja ein paar Großmeister mitspielen, weil die manchmal dann, ein bisschen weich auftreten ne, und sagen, ja, viele kurzzügige Remisen zum Beispiel machen gegen die Normkandidaten. Also solche Turniere finden häufiger statt, zum Beispiel im Moment, ich glaube in Serbien ist das häufiger, in Ungarn, also häufig irgendwo in Osteuropa. Mhm. Und diese Turniere, die sind oft ein bisschen dubios vielleicht, ja, weil man sagt, okay, ne, wir sollten die Normkandidaten gegen die Großmeister nicht wenigstens vollwertige Partien spielen. Ne? Hast du da eine spezielle Meinung zu? Na, geht. Es gibt natürlich viele Gerüchte so ne, in der Schachwelt in den letzten 20 Jahren, was alles so gelaufen sein soll und gelaufen ist wahrscheinlich, ne, dass natürlich auch viele Normen wahrscheinlich gefaked wurden, allein dadurch, dass
dass da Titelträger mitspielen, die dann sehr friedfertig ihre Remis abgeben oder vielleicht sogar, dass man Titel erkaufen kann hier und da, dass man sogar Partien bezahlen kann. Ich denke aber, dass durch das moderne digitale Zeitalter es immer schwieriger wird, solche Turniere überhaupt auszurichten, weil die Partien müssen natürlich auch live übertragen werden. Und mit der Live-Übertragung fällt dieses Moment weg, dass man Partien irgendwie, keine Ahnung, fingieren kann so leicht. Was natürlich gang und gäbe ist, so wie es aussieht, ist also diese friedfertigen Titelträger, dass man Remis anbietet und die nehmen das Remis an. Viele von denen sind auch häufig ältere Titelträger, ne, die natürlich dann auch nicht so Bock haben, da irgendwie jede Partie auszukämpfen, die natürlich auch ihre beste Zeit hinter sich haben und ihre Zahl natürlich nicht mehr diejenige ist, die sie vor 20, 30 Jahren hatten. Aktuell läuft ja auch irgendwo ein Turnier, wieder Turniere, ne, wo da wurde was auf X gepostet, wo ich mir dachte, so ja, Jobava macht jetzt Remis bei irgendwelchen Normturnieren, so irgendwie nach 10 Zügen, das ist natürlich auch ein bisschen komisch. Ich selbst habe in meiner ganzen Karriere an einem enorm geschlossenen Turnier in Ungarn gespielt. Das war in den 90ern, Anfang der 90er, war in Kecskemét. Kecskemét ist ja bekannt neben Budapest, also für diese Normturniere. Und ich kann von meiner Seite aus berichten, da waren ein paar Deutsche bei, da waren ein paar Einheimische bei, dass wenn man Remis haben wollte, konnte man einfach anbieten in der Regel und dann wurde das in der Regel auch angenommen, weil so richtig kämpfen wollte da keiner, hatte ich den Eindruck. Aber ich war in meiner Sturm- und Drangzeit, habe alles gespielt und fast alles verloren, ich kann mich noch erinnern. Aber generell ist es schon so, dass diese Remis-Geschichten, ne, also kannst schon dann Remis spielen. Ne? Kämpfen tun da viele nicht, ne? Außer die ganzen jungen Leute, die wollen natürlich alle spielen, spielen, spielen. Das war aber meine einzige Erfahrung bisher. Also darüber hinaus habe ich auch keine klare Meinung, wenn ich ehrlich bin, zu diesen Dingern. Also generell müssen diese Turniere ja vernünftig überwacht werden von den Dachverbänden. Ne? Also es ist Aufgabe der FIDE, solche Turniere natürlich so auszuwerten, dass Betrug möglichst vermieden wird halt. Ne? Das ist natürlich sehr schwierig, weil weltweit finden solche Turniere wahrscheinlich ohne Ende statt. Und wie willst du alles kontrollieren, ne? Diese kurzzügigen Remis, die sind ja auch keine Regelverstoß in Nö, dem Sinne. ist Ne? ja Das ist erlaubt. Du einfach, kannst ja Remis anbieten. Also. ja, genau. Also ich habe selber mehrere Turniere auch in den 90ern, auch in Kecskemét damals gespielt. Heute gibt es die Turniere, glaube ich, gar nicht mehr. Die wurden ja immer ausgerichtet von, da war noch Tamás Erdely, der ist verstorben, schon Ah, vor x Jahren, oder ist vor ein paar Jahren gestorben. ja. Und ich Aber vermute, dass es ja. das gar nicht mehr gibt. Und also ich habe da zwei Normen gemacht. Also meine beiden ersten Normen habe ich da gemacht. Und in den Turnieren muss ich jetzt sagen, die Titelträger, die ich da hatte, da waren einige EMs, die waren auch einfach nicht gut. Also muss ich jetzt einfach sagen, ne, die habe ich auch einfach dann geschlagen. Da brauchte man eigentlich Remis machen. Also die waren nicht gut. Und was ich wohl hatte, ich hatte ganz viele Remis gegen meine Mitreisenden. Ja, ich bin da mit ein paar Kumpels hingefahren. Und spielst du dann gegen deinen Kollegen, wenn ein Remis reicht, um deine Norm dann abzusichern? Dann haben wir dann halt Remis gespielt nach 10 Zügen oder sowas. Ja, so what, ne? Wobei in dem Fall, die waren ja auch noch 200 Punkte unter mir, ne? Da hätte ich im Zweifel auch noch spielen können, ne? Und dann, da sehe ich jetzt kein großes Problem drin, wenn man dann ein Remis macht. Wie Ich heißt es hatte so eine schön? Partie. Don't blame the. Nee, don't hate the player, hate the game. Ja, das ist halt, das Ja. gehört zum Spiel halt, ne? Das ist das bisschen das Problem halt, ne? Das ist halt, wenn die FIDE diese Regeln so aufstellt, dann werden natürlich die Schlupflöcher. Ist eigentlich kein Schlupfloch, ist ja erlaubt. Also dann sollte das Remis abgeschafft werden, sagen wir es mal so. Ja, dann sollte das Remis abgeschafft werden. Aber wenn es erlaubt ist, solange es erlaubt ist, wird halt Remis angeboten, kann man nichts gegen sagen. Was mir einfällt ist, aktuell ist natürlich noch Budapest, ne? Das ist ja die Zentrale der Normturniere, ne? In Ungarn immer noch, ne? Da sind immer noch viele, ja, genau. Aber ich hab dich unterbrochen, sorry. Ja, also ich wollte nur sagen, also ich damals, was ich beobachtet habe, ich habe damals bei den Turnieren nicht beobachtet, dass da irgendwas total irregulär war, muss ich wirklich sagen. Also habe ich nicht Nee, beobachtet. bei mir auch nicht damals. Da waren auch viele junge Spieler bei, zum Beispiel, die wollten sowieso nicht Remis machen. Also Genau. ich habe da gegen so Leute gespielt, die sind heute alle Großmeister. Robert Markus, Nikola Sedlak, alles Bekannter Name, 2,5er, 2,6er, die damals Kinder waren, ne? Die waren 11 oder 12, ne? Die waren dann so 2,2er, die wollten alle gewinnen. Da machte keiner Remis. Also kann ich wirklich nicht sagen. Also was damals völlig irregulär war, das kann man eigentlich sagen, das war noch die Zeit, wo die Elo-Grenze, also die Einstiegs-Elo war bei 2,2 noch damals, in den 1990ern. Und da gab es noch diese Elo-Erwerbsturniere.
Ja, wo dann also praktisch Nicht-Elo-Spieler gegen Elo-Spieler immer gepaart wurden. Ja. Und das war völliger Quatsch. Ne? Ja, also, oder dass die Uhrzeiten verändert wurden. Dann hat der mal einer gesagt, ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten, lass uns eine Stunde später spielen. Und da wurde zu unterschiedlichen Uhrzeiten wurden die Partien. Ja, ja. Also das gab es auch. Das war auch gang und gäbe bei solchen Turnieren, das stimmt. Aber heutzutage habe ich den Eindruck, so in Budapest, das ist wenn man viel transparenter. Ja, ja, du siehst ja auf der Seite, wer da immer mitspielt. Und da sind es immer so junge Inder. Also die fahren ja dahin und schlagen alles weg. Und die Spiele, die Partien werden ja ausgespielt. Viele deutsche junge Spieler, ne, auch immer in Ungarn. Und also ich habe den Eindruck, das sind immer total reguläre Turniere und starke Turniere. Und da ist es auch sehr, sehr schwierig, überhaupt mal eine Norm zu erzielen. Also verschenkt wird da mit Sicherheit gar nichts. Also das ist Quatsch, da kann man nicht hinfahren, hat keinen Plan und kriegt eine Norm. Das ist Quatsch, absoluter Quatsch. Also es ist dann vielleicht punktuell etwas weicher, ja, weil dann vielleicht mal Remis gemacht wird, aber irregulär ist es. Gut, wir können jetzt natürlich nichts sagen über andere Turniere in anderen Ländern, weil die sind jetzt nicht so bekannt und ehrlich gesagt habe ich das auch nie recherchiert, wenn ich ehrlich bin. Ich gucke nicht, wie die Leute die Norm machen. Ne? Man muss sich ja darauf verlassen, dass die FIDE das auswertet vernünftig. Und habe ich mich noch nie mit befasst, so ehrlich gesagt. Also wenn du da irgendwie, das kriegst du nur, würdest du nur wegkriegen, wenn du es irgendwie, wie auch immer, irgendwelche 10-Zügen Remisen verbietest oder so. Wie auch immer das gehen soll. Aber das ist das Einzige, was du da machen kannst. Ne? Also ich habe auch eine Norm, ich habe mal ein GM-Turnier gespielt, noch in 2015 auf Mallorca zum Beispiel. Oh, da habe ich eine Menge gespielt. Ja, Juk Major hast du auch gespielt. Ja, ja, sicher. Mehrmals. Ne? Völlig reguläre Turniere. Das war. Ich habe von dem Organisator ein geschlossenes Turnier mal gespielt. Ja, also ein 10 Runden GM-Turnier. Ja. Und nichts geholt. Da habe ich dann am Ende auch gegen die GMs relativ schnell Remis gemacht, weil ich konnte keine Norm mehr erzielen. Und setzte dich dann da 40 Züge hin. Er hatte keinen Bock mehr. Ne? Also habe ich dann, okay, machen wir halt Remis. Wenn wir dann Dimitri Komarov mit 2550 sagt, er hat auch keinen Bock mehr, will Remis spielen, ja, dann nehme ich das. Also, ja, das ist natürlich in gewisser Weise natürlich unbefriedigend, logischerweise. Ne? Werden jetzt wahrscheinlich auch viele kritisieren, aber es ist ja nichts, was nicht erlaubt ist und Normerwerb ist dadurch natürlich auch nicht, hat man es ja nicht deswegen gemacht, sondern weil häufig die Leute nicht spielen wollen. Ne? Es hat auch kein Ergebnis verzerrt oder, so etwas. Genau, sowas in der Richtung. Also, aber das ist dann, passiert manchmal dann da. Ne? Gibt natürlich auch Situationen, wo da ist nichts mehr drin im Turnier. Ne? Willst du dann, klar, kannst natürlich immer kämpfen wie so ein Wahnsinniger, ne? bis zum Letzten, aber bin ich jetzt auch nicht. Es ist gang und gäbe, was wir hier sagen. Das ist gang und gäbe. Wenn man das abschaffen möchte, muss man Remis verbieten, ganz klar. Das ist der einzige Weg. Das ist ein Diskussionspunkt, ne? Aber hängt damit nicht unmittelbar zusammen. Ja, dann würde ich durch Zugwiederholung, dreimalige Zugwiederholung, aber nicht irgendwie so ein Blödsinn halt, ne? Wie Dame E4, Dame D4 Schach, wie im Spanier, was offensichtlich prearranged ist. Ne? Aber das ist dann wieder natürlich, da ist wieder die Grenze, wo man sagt, ja, wie will man das da trennen? Ne? Das ist ein bisschen schwierig. Ist ein eigenes Thema, ne? Ist ein eigenes Podcast-Thema. Ne? Es gab auch schon den Vorschlag, sollte Remis nicht verboten werden. Ja, ist ein eigenes Thema. Ne? Bei den Titeln wie Großmeister, was man noch machen könnte, aber dann wir wollen unseren Podcast nicht auf 2 Stunden ausweiten, du könntest auch noch den Titelerwerb ganz anders machen, zum Beispiel. Ne? Also wenn du jetzt sagst, diese Normen, das ist auch manchmal ein bisschen schwierig, weil du kannst toll spielen und dann fehlt dir irgendeine kleine Voraussetzung. Ne? Man könnte das ganz anders machen, formal zum Beispiel. Ne? Du könntest sagen, die Normen brauchst du gar nicht mehr, sondern du musst eine Elo-Grenze überschreiten und eine gewisse Zeit halten. Oder du könntest auch machen, ich sag nur mal was, ne? Du könntest was machen, du machst ein Turnier, K.O.-Turnier und der Sieger kriegt den Titel oder sowas, ne? Dann hast du diesen Remis-Thema auch raus, ne? Weil nur der Sieger gewinnt, ne? Beispielsweise. Ja, ne? Vielleicht das Remis-Thema, aber nicht das Betrugsthema. Nee, das kriegst du, glaube ich, nie. Das kriegst du nie richtig weg, weil du kannst auch in diesem Fall dann halt deine Zahl künstlich hochpushen, ne? Logischerweise. Ja. Also sowas, ne, ist eine Möglichkeit, du müsstest komplett den ganzen Titelerwerb anders gestalten, sozusagen. Ja. Gut. Was für mich viel größeres Thema ist, ob man mehr Titel einführt nach unten. Das fände ich viel spannender. Auch online, zum Beispiel auf so einer Seite wie chess.com. Ich meine, da gibt es ja 100 Millionen Spieler. Ne?
Die würden sich über so einen kleinen Titel freuen, neben dem Namen so zum Beispiel. Ne? Ja, das stimmt, das haben die nicht. Ne? Also so dieses Chessable hat ja auch so ein Ranking, glaube ich. Ne? Also da kriegst du so Badges. Ne? Wenn du irgendwie so ein bisschen Legend oder ich kenne mich nicht genau aus, weil ich nur ein paar Punkte habe. Ich schreibe ja nur und trainiere nicht da. Da kriegst du so Legend und sonst was. Ist ganz hübsch. Also, ja, das ist ja bei allen Spielen so. Allen möglichen Spielen ist es Standard, dass du auflevelst und das dich motiviert. Mhm. Das ist doch völlig normal. Das kennt man ja. Das ist ja basiert auf wirklich auch, auf langjährige wissenschaftliche auch Erfahrungen in dem Bereich. Das machen die ja nicht einfach so, die ganzen Gaming-Hersteller, die Milliarden von Dollar umsetzen, ne, die ganze Gaming-Industrie. Auch Duolingo zum Beispiel, ne, weil Chess.com gerade auch mit Duolingo kooperiert, das ist ein ähnliches Prinzip, ne? Du kannst da schön aufleveln, machst deine Übungen dann, ne, und du freust dich halt jeden Tag, ne? Und dann bist du kling, kling, bist du wieder weiter, nächstes Level. Ja. Ist einfach so ein Gratification halt, ne? Der Moment. Und ich wundere mich, dass das Chess.com nicht einführt für die eigene Seite. Vielleicht ist das in der Planung irgendwo in der Pipeline, wer weiß. Vielleicht kommt das morgen, nächsten Monat als Neuerung und TBG hat nur wieder alles vorhergesehen. Wer weiß das? Ja gut, ich glaube, wir haben einen guten Überblick gegeben, ne? wie das so funktioniert mit den Titeln, welche Probleme es vielleicht gibt. Und also das sind jetzt die formellen Geschichten. Ne? Mhm. Und darüber hinaus, wenn ihr natürlich starke Spieler werden wollt und Titel erlangen wollt, dann müsst ihr sowieso trainieren, da führt kein Weg vorbei. Ja, gut, der Weg ist ja schon weit, bis man überhaupt mal an die TM-Geschichte rankommt. Das ist jetzt super lange. Ewig weit. Ja. Natürlich, das ist ja eine riesen Hürde. Das schaffen die allerwenigsten. Also das ist ja echt so komplette, das ist wirklich Survival of the Fittest am Ende so. Aber vom Allerfeinsten. Hast du eigentlich von vornherein, als das irgendwie interessant wurde, schon gesagt, ja, bis zum IM will ich kommen, bis zum GM will ich kommen, hast du irgendwie so ein Ziel gehabt oder war das immer so schrittweise? IM kam dann irgendwann so in den 20ern, weil ich hatte ja meine Einstiegs-Elo-Zahl damals, war schon 2300 und da war ich ja nicht so weit und ich habe auch IMs geschlagen und eigentlich war klar, dass ich die Wurzeln habe und da hinkommen kann und dann habe ich irgendwann so zwei, drei Jahre wirklich sehr viele Turniere gespielt und dann kam die Norm und das mit dem IM-Titel ging dann relativ fix innerhalb von 3 Jahren oder so. Ja. Das mit dem GM habe ich nie wirklich verfolgt, weil ich dann auch studiert habe, gearbeitet habe. Mhm. Ja, das geht dann halt auch alles nicht. Ne? Also man muss ja wirklich sehr viel Zeit investieren und sich da dedicated sein, um so einen Titel zu erreichen. Ne? Man wird ja nicht einfach so Großmeister mit einem normalen Beruf, die allerwenigsten oder mit dem Studium nebenbei und so. Das ist ja heutzutage, glaube ich, noch viel schwieriger. Ich glaube, die GMs, von denen wir sprechen generell zurzeit, das sind ja fast alles Profis. Ne? Ja, da gibt es nicht so schrecklich viele, auch ganz wenig, die das so nebenbei, neben dem Beruf noch machen. Ne? Das ist irgendwie verdammt schwierig. Ja. Also. Gut, ich glaube, wir machen Schluss für heute. Lass Schluss machen. Schickt uns gerne neue Vorschläge für die nächsten Podcasts. Wir haben ja auch bald Jahresende. Vielleicht habt ihr ein tolles Thema für Weihnachten oder so. Ist schon wieder so weit, ist ja unglaublich. Ja, gut, so also langsam, ne, bewegen wir uns auf den Endspurt zu. Ne? Also, ist doch so. Alles klar. Ja, okay, also, mein Lieber. Macht's gut. Ciao. Bis bald. Tschüss.